Ja, Mali, Sie sind vom Hitradio Ö3 und haben mit Ö3 was ganz Besonderes geschaffen, nämlich bei Facebook. Sie haben 226.000 Fans bei Facebook, sind damit ganz, ganz weit vorne unter den österreichischen Facebook-Auftritten. Wie macht man sowas? Dazu macht man ja vorläufig nicht viel, sondern man gründet eine Facebook-Fanseite, wie es jeder andere Radiosender auch gründet. Allerdings haben wir mit 226.000 Fans, glaube ich, auch mehr Fans als jeder österreichische und auch als jeder deutsche Radiosender. Das sagt in erster Linie was aus über die Beliebtheit des Senders im Markt. Denn die Leute sagen ja von sich aus, was ihnen gefällt. Und das kostet ja auch nicht viel Zeit und Kraft. Man drückt einmal gefällt mir, aber man überlegt sich ja, passt das dann auch zu mir? Das heißt, viele Menschen finden, dass der Sender Ö3 einfach auch zu ihnen passt. Ein Tipp kann ich aber schon geben, man sollte als Radiosender im Facebook nicht zu aufdringlich sein, nicht zu aktiv sein. Man muss nicht ununterbrochen sagen, was am Sender los ist. Man sollte keinesfalls Facebook dafür nutzen, um Werbebotschaften abzusetzen, sondern Facebook gibt ja eigentlich ganz klar vor, was man damit tun soll. Was machst du gerade, steht da drin. Das heißt, man kann auch sehr offen mal sagen, dass eine Panne passiert ist oder dass man sich gekränkt hat, dass eine Außenveranstaltung an einem Badesee wegen Schlechtwetter abgesagt wurde. Also durchaus authentisch bleiben, nicht zu werblich, dann schätzen das die Hörer. Und was wir feststellen, dass auf unserer Pinnwand alle 10 Minuten eine neue Nachricht von Hörern da ist, ungebetenerweise sage ich jetzt fast. Die sagen uns einfach, ich gehe jetzt schlafen, wünsche allen anderen Hörern auch noch eine gute Nacht. Sie geben Musikwünsche ab. Die Pinnwand ersetzt förmlich das Telefon, das SMS und das E-Mail. Wir stellen da auch eine Verlagerung fest. Und daher muss man sagen, Facebook ist heute wie das Handy so selbstverständlich geworden und eine bestimmte jüngere Hörerschicht, so bis 30, findet es vollkommen klar, dass man jemand anderen was auf die Pinnwand klebt, wenn man ihm was sagen will. Aber genauso gut hätte man auch anrufen können. Aber nachdem ich es jetzt schon an die Pinnwand geklebt habe, werde ich jetzt nicht auch noch zusätzlich anrufen. Sie sind neben Facebook auch im Fernsehen, im TV tätig mit einem ganz einzigartigen Projekt, nämlich dem Visual Radio. Was genau ist das? Das haben wir schon bei der Funkausstellung in Berlin 2005 vorgestellt. Wir haben in Erfahrung gebracht, dass am Astra-Satelliten noch Platz frei ist, um sich da um einen kleinen Programmplatz zu bewerben. Da braucht man nicht ganz die Bandbreite eines vollen Fernsehprogramms, aber technologisch handelt es sich zweifelsfrei um DVBS, also um Digital Video Broadcast Satellite, also um Satellitenfernsehen. Es handelt sich aber juristisch nicht um Fernsehen, denn es ist uns nicht gestattet, dort Bewegtbilder auszustrahlen, sondern wir zeigen dort, ähnlich wie es die Handy-Apps auch tun, parallel zum laufenden Programm die CD-Covers der gespielten Titel im Coverflow. Allerdings können Sie dann nicht am Fernsehen mit dem Daumen weiterblättern, sondern das ist einfach, wird gezeigt, weil technologisch bleibt es Fernsehen. Und wir zeigen um Punkt und um halb auch die aktuellen Verkehrsmeldungen mit Infografiken an. Das war zum Beispiel juristisch sehr interessant. Die Gesetzgeber in Österreich mussten sich erst klar werden, was denn das ist, was Ö3 da macht. Ist das jetzt Fernsehen? Technologisch ist es Fernsehen. Oder ist das Radio? Weil es gibt dort nichts anderes zu hören als 1:1 das laufende Ö3-Programm. Und man hat dann auch, haben sich die Juristen auf den Begriff Visual Radio geeinigt, denn genau das ist es. Und da gibt es auch ganz klar die gesetzliche Einschränkung, dass nur gezeigt werden darf, parallel und 1:1, was gerade im Programm läuft.